Hallo, willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Problem mit der elektrischen Lenkradverriegelung. Das ist eine sehr teure Angelegenheit und wir werden in dem Video besprechen, welche Lösungen es gibt und wie man das Problem für immer beseitigt. Das System der elektrischen Lenkradverriegelung besteht aus drei Komponenten. Wir haben die elektrische Lenksäule. Bei der elektrischen Lenksäule haben wir die elektrische Lenkradverriegelung, den Motor. Dann haben wir einmal die Wegfahrsperre. Je nachdem, was für ein Bau ihr habt, es ist schwarz oder weiß. Und das Motorsteuergerät. So sieht das aus, je nachdem, Diesel oder Benziner. Aus diesen drei Komponenten besteht die elektrische Lenkradverriegelung. Wenn ihr mit der elektrischen Lenkradverriegelung ein Problem habt, dann wird das immer teuer enden. Das heißt, BMW tauscht in dem Zuge alle drei Komponenten und dann liegt man preislich zwischen 3.000 bis 3.500 Euro. Oft ist das halt so, dass die Hersteller oder Vertragspartner anfangen, erstmal eine Komponente zu tauschen. Das heißt, die elektrische Lenksäule. Doch zu 90% ist das Problem danach nicht beseitigt. Im Endeffekt wird dann Motorsteuerung und die Wegfahrsperre getauscht. Denn jedes von diesen Komponenten hat einen einzelnen Zähler und wenn man die Komponenten nicht komplett austauscht, dann wird das Problem auch nicht gelöst. Deswegen kann man das auch in den ganzen Foren mal so ein bisschen recherchieren, dass viele Leute verschiedene Lösungen versucht haben und die einzige Lösung, die halt hilft, ist, diese Komponenten zu tauschen. Und dann haben wir das Problem, dass wir nur ein Jahr Garantie haben. Das heißt, nach einem Jahr kann der ganze Spaß wieder von vorne losgehen. Wir haben für dieses Problem mehrere Lösungen, die auch nachhaltig sind. Das heißt, die beste Lösung ist, dass man dieses System modifiziert wie bei den modernen Fahrzeugen. Das heißt, die modernen Fahrzeuge, zum Beispiel der neue 3er, der neue 1er, die haben zum Beispiel keine elektrische Lenkradverriegelung mehr. Das System hat sich nicht bewährt. Auch Fahrzeuge zum Beispiel wie ein X5 oder ein 7er BMW, die haben von vornherein keine gehabt. Nur die Fahrzeuge zum Beispiel der normalen Klasse wie X1, 3er, 5er, die haben die elektrische Lenkradverriegelung und das Problem kommt irgendwann, so oder so. Das heißt, jeder BMW-Fahrer wird irgendwann damit in Berührung kommen. Wenn ihr vorhabt, das System so zu modifizieren, dass man die elektrische Lenkradverriegelung entfernt, das heißt, dass sie nicht mehr funktioniert, das ist permanent wie bei den modernen Fahrzeugen, ist das möglich. Wir brauchen von euch einmal die Wegfahrsperre, wir brauchen einmal von euch das Motorsteuergerät, einen Schlüssel. Wenn die Lenksäule schon versperrt ist, dann müsst ihr die leider ausbauen und uns zuschicken. Ist sie noch nicht versperrt, sondern ihr habt nur noch die Fehlermeldung, dann könnt ihr die Lenksäule drinnen lassen. Aber ruft uns am besten telefonisch an, dann werden wir euch einmal anleiten, wie man da am besten vorgeht. Dieses Problem ist nachhaltig. Wenn die Lenkradverriegelung modifiziert wird, dann kann sie nicht mehr kaputt gehen. Ihr bezahlt einmal und es ist für immer erledigt. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass man die Lenksäule zum Funktionieren bringt. Beide Varianten kosten das Gleiche, nur bei der Variante, wo die Lenksäule funktioniert, habt ihr natürlich nur ein Jahr Garantie, wie bei einer Reparatur von BMW genauso. Nur die kostet deutlich weniger. Daher muss man natürlich schauen, was man möchte. Wenn ihr an sowas Interesse habt oder leider bei euch die elektrische Lenkradverriegelung schon kaputt ist, dann meldet euch am besten telefonisch oder per E-Mail und wir werden dann eine Lösung für euch finden.